Servus Leute und willkommen zurück zu JobEgib. So, weiter geht's hier in unserem kleinen Shop und ich möchte zeigen, was ich freigeschalten habe, nämlich dieses kleine süße Schwertchen. Das kann man sich ganz kurz anschauen. Das ist im Endeffekt, war das nur ein Weihnachts-Special-Schwert oder so irgendwas. Und das macht genauso viel Damage und ist das Originale sozusagen vom Spiel. Als anderes auch. Wow, Scheiße! Scheiße! Nein, was mache ich? Bin ich ein Häusl. Ich kann ja mein Zeug selber kaputt machen, aber das. Das beginnt ja schon mal leiwand. Das waren zweimal Tränke. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das Regal finden. Und wirklich ausstellen. Eins. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem gerade. Komm, sammelst du alles ein? No. So, nochmal hinstellen, das zweite Regal. Das habe ich jetzt so dämlich hingestellt, das erste, dass sich das zweite nicht mehr ausgeht. Oh mein Gott, ich baue schon wieder einen Scheiß. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist reparieren, das nehmt ihr, gell? So, und jetzt müssen. Okay. Genau das habe ich mir gedacht, dass das jetzt irgendwann gleich zusammenbricht. Bist du wahnsinnig? Das beginnt ja schon einmal leiwand. So. Bevor wir da weitermachen, muss ich jetzt das zweite und dann machen wir das noch imprinten. Aber das Imprinten machen wir noch im Bad, wenn wir den Tag eröffnet haben. So ein Scheiß da, das gibt's ja nicht. Was habe ich da aufgeführt jetzt? Hau ich da raus und dann mache ich meine eigenen Sachen kaputt? Wie dämlich bin ich, dass es jetzt nur unnötig Geld kostet? So, und da kommen zweimal Mana-Tränke. Das darf mir eigentlich nicht passieren. Das ist wirklich rausgeschmissenes Geld, was wir da gemacht haben. Ist jetzt passiert, kann man nicht verhindern. Nur weil ich euch das zeigen wollte. Ich weiß schon, wer schuld ist. Nein, sage ich jetzt nicht. So, den Deckel können wir irgendwo hinlegen, wenn wir Platz haben. Weil wir den sonst nicht wirklich platzmäßig haben können. So, dann nehmen wir gleich da noch die 5 Tränke wieder in die Hand und hauen sie in unseren kleinen Griecher hinein. Und der kommt natürlich wieder zu Sky Island geschickt. Ich habe da noch eine Kiste stehen, sehe ich gerade. Mit einem Haufen Zeug. Ja, aber jetzt habt ihr zumindest einmal gesehen, was für Items wir freigeschalten haben um die Carpoints. Wir haben aber noch 201, wenn ich nicht täusche. Okay, sind jetzt 203 Carbons übrig, halt noch einiges. Und ich würde gleich sagen, bevor wir dort viel herumdoben, machen wir gleich den nächsten Quest an. Die Dragon-Rüstung kann ich nicht holen. 80 Punkte, 45. Wir werden die 80 Punkte der Rüstung. Wir holen uns das Zeug von da. Eins. So. Dann zwei. Das ist das Falsche. 3, dann müsste 4, da irgendwo die Hosen, 5, Schuhe und, warte mal, Schuhe und was fehlt mir denn nachher noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 5, und wo habe ich die Schuhe? Da habe ich die Schuhe vielleicht gar nicht ausgestellt, weil ich weiß, wir haben ja zu wenig Tische gehabt und da. Es kann sein, dass wir die Schuhe noch gar nicht ausgestellt gehabt haben. Ich gehört zumal da relativ. Die Schultern haben wir auch nämlich noch nicht ausgestellt. Schultern und Schuhe fehlen bei denen. Okay, deswegen passt doch das Ganze. So, jetzt weiß ich nicht, ob der richtig eingestellt ist. Noch ein Restock. Das Imprinted ist wieder, das passt wieder. Der rennt eh noch auf den richtigen Modus. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir Schurken finden, wer das kaufen, nur Schurken, Warrior. So, das könnte vorne noch ein Schurke sein. Nein, ist auch ein Warrior. Perfekt. So, schade eigentlich, nicht perfekt. Gehen wir ganz kurz zu dem Mistkübel hier. Ist noch nichts drinnen, auch gut. So, und die gehen jetzt zum Shop hin. So, was haben wir da? Da haben wir den ersten Schurken. Du kaufst mir doch. Don't like this item. Du kleiner. So. Awesome, perfekt. Wir sollten noch durchschauen, ob wir überall haben wir gemacht. Druide, Schurke, du kaufst. No way. Ich weiß, ich glaube, das Schwierige ist, das hochpreisige Zeug so am Handel zu verkaufen. So den Gürtel braucht man eigentlich nicht mehr verkaufen, habe ich gerade gesehen. Weil der ist gerade verkauft worden.
Den gebe ich dann somit gleich hinein. Und da müssen wir auf jeden Fall auch reparieren, sobald wir können. So, Schurke, kaufst du die Hose? Awesome, perfekt. Schauen wir noch da kurz hinein, ob da jetzt noch irgendwas ist. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Passt, perfekt, alles. Somit alles schön am Laufen. So, Schurke, du kaufst mir die Schuhe ab. Awesome. Du bist ein Mage, dich interessiert mich nicht. Das ist auch ein Mage-Druide. Interessiert mich auch nicht. Ich need die Schurkis. Die Schurkis, die Schurkis, die Schurkis. Wir könnten schauen, ob da drüben einer gegangen ist. Das schaut aber eher wie ein Krieger aus. Brauchen wir gar nicht hinlaufen. Brauchen wir nicht hinlaufen. Mage, Druide, Warrior. Warrior, Mage. Also ich bin gerade am überlegen, welchen Quest wir nachher gleich als nächstes annehmen, beziehungsweise eigentlich haben wir noch Zeit, das nachher auch zu machen. Ich will nicht dann zuschweren, weil ich will nachher alles reparieren gehen und würde dann gerne auch noch, wenn die Möglichkeit besteht, mal ein bisschen... Ah, scheiße, ich weiß, was ich ja versprochen habe in der Session. Wir kaufen jetzt keine Items mehr. Hey, bist du Sombrero-Typ? Urcool. Wir kaufen keine Items mehr, sondern wir kaufen uns das Lagerhaus. Ist halt jetzt die Frage, ob wir das gleich machen oder ob wir noch einmal eine Runde... Halt, das eine, die Raumerweiterung. Weil wir brauchen unbedingt Plätze für Tische. Und für Waffen und so weiter. Da müssen wir schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine Ahnung, wie ich es am blödesten angehe. No way, der kauft keine Schultern, das ist schlecht. Ich brauche ein paar Schurken. Ja, wir werden wirklich jetzt, ich habe das versprochen, werden wir das halten. Wir werden einfach jetzt auf... So, der hat das wenigstens gekauft. Wir werden jetzt ganz einfach auf den 100.000 sparen. Das was ordentlich viel für hieß. Das Romprero-Typ ist geil. So, gehen wir ganz kurz mal Mistral durch. Ja, auf die 100%, einfach halt sozusagen auf die 100.000, dann kaufen wir uns den Raum. Und dann würde ich sagen, dass wir im nächsten Bad oder halt übernächsten wahrscheinlich dann erst genug Kohle zusammenschaffen, dass wir dort was einrichten können. So, unser Grieche ist auch wieder zurück. Und ja, mal schauen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan so. Wie wir schnell einfach durch die Gegend laufen, herumsprinten. Ah, warte mal. Druide, okay. Druide interessieren mich nicht, ich will Schurken haben. Warrior, Warrior, Mage, Mage. Nichts Interessantes, so. Ganz nach oben scrollen. 5 Stück. Und dann geht's schon wieder. Mit dem lieben Griecher weg, der ist Level 26. Obwohl wir gleich die Goldrüstung jetzt noch einmal brauchen. Bevor wir da sinnvoll... Na, das wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Ja, ist wurscht. So, warte mal. Druide. Druide. Warrior. Der kommt erst. Druide. Das dürfte auch kein Schurke sein. Warrior. Wer geht unter? Wer kommt da? Das ist nicht so leicht zum Auseinandergehen teilweise. Mage. Warrior, Warrior, das ist auf jeden Fall ein Warrior. 20.000 haben wir schon, halt ordentlich schon vorrätig für den Raum. Don't like this happening. Ich sollte ihm nicht Handschuhe verkaufen, wenn er schon Handschuhe hat. So, komm, bitte kauf mir die Handschuhe ab, perfekt. Warrior, Warrior, Warrior. Schurke, komm, Helm. So, 80 Punkte erreicht. Und dann würde ich sagen, geht's gleich einmal weiter. Machen wir 5 Heiltränke, das sollte eigentlich automatisiert gehen und relativ schnell sogar. So. Boah, ist so der findet, ich glaube, er findet über die Zeit hinweg immer, immer mehr von dem ganzen Zeug. Sky, da gibt es auch Gegenstände, Items, die wir noch gar nicht haben. Ich werde jetzt, wie werden wir das machen? Alles, was was der andere einsammelt, haben wir da jetzt da vorne noch einen Roboter stehen? Ja, passt. Dann machen wir den Typen hier, auch so ein Imprint Restock und geben das Zeug, was, oh, da sind sogar zwei schon, was der Pickup-Roboter findet, nur mit den da vorne. Somit müsste der eine schon langsam leer werden und dann wissen wir sozusagen, dass das schon mal irgendwo zumindest ausgestellt war.
Ja. Und das ganze neue Zeug, weiß ich noch nicht. Wir kaufen jetzt sowieso eine Zeit lang nichts. Wir kaufen jetzt einmal zuerst mal den Raum, dann geht da ein bisschen was weiter. So, Imprint Mode ist aktiviert. Und da 180. Scheiße, ich hoffe, der hat das gemerkt. Ich hoffe, das passt. So, kurz mal hintere schauen in den Raum. Wie es ausschaut mit unserem Quest. Noch kein Stück verkauft. Das gibt's nicht. So, 3, 4, 5. Komm. Heiltränke muss doch jeder mögen. Mage. Kauf einen Heiltrank. Okay, ich soll den Preis noch draufsetzen. So, mit Plus auf 190%. 2% Minus, gut. Da, Schurke, du kaufst doch auch einen Heiltrank, no way. Goldener Kopf, ich bin mir nicht sicher, ob der goldene, ob er den goldenen Kopf schon hat, unser Krieger. So, kauf den Heiltrank. Und du kaufst auch noch einen Heiltrank, perfekt. Nein, no way. No way, dann kaufst du einen Heiltrank, lieber Mage. No way. Dann, lieber Druide, du kaufst den Heiltrank. No, awesome, perfekt. So, 5 Punkte. Machen wir gleich das nächste und das wird sein 45 Punkte, 8 Schwerter. Oh, ja. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich 2 Quests und jetzt weiß ich nicht, welches ich aktiv habe. Ich habe 20 Arrows zu verkaufen, okay. Dann nehmen wir da mal 20 Stück raus. Setzen den Preis hoch auf 190. Und verkaufen den Schurken Arrows. Das habe ich mir jetzt gleich gedacht, dass da jetzt nachher irgendwann gleich die Barbaren kommen werden. Da ist kein Barbare. Sicher nicht. Okay. Normalerweise waren es immer dabei auf beiden Seiten. Ich hoffe, dass von der einen Seite nie wer kommt. Das wäre heftig. So, komm, komm, komm. Zack. Okay, wir haben einen großen irgendwo. Der kommt von da hinten, perfekt. Ich hoffe, von der anderen Seite kommt jetzt wirklich keiner. So, komm da rüber, komm da rüber. Ich will dich schlagen, ich will dich schlagen. Aber ich will keinen anderen treffen. So, komm. Perfekt, wegkehren die Scheiße. 30.000, 34.000 haben wir schon. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass man wieder so viele Kunden verloren haben, dadurch. So, wenn wir irgendwo einen Schurken sehen, den könnten wir vielleicht noch das andrehen. So, und die gleich wegkehren. 47. Level haben wir schon. Naja, ich muss ehrlich sagen, es läuft eigentlich. Es läuft. 3 Minuten noch Abendphase. Die sollte eigentlich passen. So, zurück zu unserem Krieger. Warte, vielleicht haben wir da irgendwas drinnen. Nein. Gut, unser Krieger, den werden wir gleich wieder mal 5 Heiltränke mitnehmen, weil den können wir gleich wieder wegschicken. Das einzige, was wir mit dem gerade machen. So, und der hat... Achso, der hat die Dragon. Naja, okay, die Dragon ist noch besser. Ja, okay, Dragon ist besser. Sage ich nichts mehr, Sky Island, weg damit. Das bedeutet, wir werden... Das kann ich eigentlich so mitnehmen. Schauen wir mal, haben wir da irgendwelche Items, was reinkören? Nöp. Das kommt alles da hinein. Achso. Oh ja, das kommt alles da hinein. Derweil. Und nur die Sachen, die wir nicht stacken können, kommen nachher zu den anderen. So, eine kleine Misskultur machen. 33.000. Ich schätze, dass wir im nächsten Part die 100.000 knapp nicht erreichen. Weil das ist schon viel, glaube ich. Der Sombrero-Typ war ja da, oder? Hätte ich den umbringen müssen? Hätte es sein können, dass ich den Sombrero-Typ einfach nur umbringen hätte müssen? Und dann hätte ich 500.000 Gold bekommen. Weißt du, wie viel 500.000 Gold wären? Wir müssen auf den Sombrero. Dead or alive, halt, das bedeutet, ich kann ihn töten. Wenn der nächste, ist mir wurscht, wenn der nächste Sombrero drüber kommt, töte ich ihn. Ist mir egal. Auch wenn wir dann Ansehen oder sowas vielleicht verlieren. Aber, ja. Wenn wir 500.000 dafür bekommen, was wollen wir mehr haben? So, Schurke, du kaufst doch sicher Pfeile. Don't like this item. Schlecht.
Schlecht, schlecht, schlecht. So. Du bekommst das da hinein. Warrior, Mage, Druide. Warrior. Ich glaube, Warrior wollen sich die Pfeile nicht. Na. So, Schurke. Du kaufst doch sicher Pfeile. Aber also. Nächster. Nächster Dieb geschnappt. Mage, Mage, Mage. Obwohl, wir werden es im nächsten... Es wird knapp werden mit die 100.000 im nächsten Part. Es könnte sich aber, wenn ich gescheit verkaufen kann, noch so mit der Hand auch ein bisschen, könnte es sich ausgehen, muss ich ehrlich sagen. So, du bist vom Shop vorbeigelaufen, deswegen kann ich es dir geben. So. Bist ein bisschen dämlich, mir so ein keine Ahnung, Trank. Okay, das muss Roboter sogar rauskommen dafür. Druide, Mage. Druide. Schurke. So, wenn wir so 30 Sekunden sind, kann ich es wieder an alle andrehen. Geht der hinein, der geht hinein. So, was ist denn das? Der kommt zwar auch hin. Mage, Mage, Mage. Das ist ein Warrior, okay. Mage, Mage, Quest, Read, Mage. Ah, 41.000, okay, das normalerweise müsste sich ausgehen. Halt, ich glaube schon. Druide, Mage, Mage. Den kann ich gleich verkaufen, weil das. Okay, der wollte es nicht kaufen. Mage, Warrior, Mage. Schurke, komm, du kaufst doch sicher einmal das. Mage, Druide, Mage, Mage, Druide. Und ein kleiner Dieb. Was war jetzt? Ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Barbaren da. Aber irgendwie dann doch nicht. So, schauen wir vielleicht, dass wir noch ein Stück oder sowas verkaufen. Warrior, Druide. Warrior. Schurke, sogar Schurke, so. Komm. No way. Das war ein Druide. Ja, ich brauche die fast nicht verkaufen. Druide, Druide. Wenn die weglaufen, dann laufen die weg. Das ist fast nicht zu bekommen mehr. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall eine Reparatur-Session machen. Wir werden dann schauen, dass wir die Quest hier fertig machen. Wir werden dann schauen, auch, dass unser Krieger, glaube ich, ja, der ist noch weg, die 20 Stück, 16 Stück noch verkaufen. Die gehen überhaupt nicht weg, so richtig, die Pfeile. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht bei ShopEquip, beim vermutlich Shop erweitern. Bis dann, tschüss.